Wunderschönen guten Tag hier aus Malsch. Guten Morgen. Wo ist Malsch? Neben Madrid. Hauptsache Italien. Wir sind ja in Malsch, das ist bei uns hier in Karlsruhe um die Ecke. 20 Kilometer rum. Also, wir waren noch 10, 15 Minuten Fahrt von uns. Genau, und wir sind hier beim Renault Club. Wie heißen die? Renault-Freunde Au am Rhein. Das ist Au am Rhein, ist auch hier Umgebung. Die machen hier ein Wochenendtreffen. Ist das das ganze Wochenendmarke offen oder ist das nur? Zwei Tage Marco, nicht samstags Renault und sonntags Tuning. Egal, jedenfalls, heute ist Sonntag. Wir sind am Sonntag hier. Es ist hier die Hölle los, wie ihr gerade seht. Also sind schon gute 20, 30 Autos da. Über 28. Echt? Wir haben eine Startnummer. Echt? Startnummer. Okay, ich bin hier mit dem Thorsten unterwegs hier. Aber hier, der Jörg ist da, Stefan ist am Start. Wir haben auch Opel-Fahrer hier am Start. Das ist der Patrick, der ist mit seinem Kadettle da. Gell? Schauen wir, was der Tag heute bringt. Ist mit Pokalverleihung? Machen wir mit, Thorsten. Ne? Bin dieses Jahr schon pokalambitioniert. gucken wir mal. Wir haben auch eine Tüte dabei. Thorsten zeigt sie uns jetzt mal kurz. Ach so, ja, der Eintritt lag bei 15 Euro, deswegen finde ich es gut, dass da eine Tüte dabei war. Die coole ACR-Tüte. Thorsten, was gibt's denn da alles hier? Ja, hier einmal eine Pappplatzordnung. Aha, okay. AGBs, hast du die akzeptiert? Eine Mülltüte. Ganz ehrlich, finde ich richtig geil. Mülltüte sind ganz wichtig, dass der Müll hier nicht auf den edle Boden hier fliegt, gell? Dann haben wir einen Gutschein für DB-Messung. Das DB, das ist kein Auspuff. Und last but not least, ein Aufkleber. Das war's. Okay, alles klar, jetzt gehen wir erstmal kurz ein Käffchen trinken. Genau. Hey, wir waren schon mal hier, könnt ihr auch mal gucken, das Video ist auch auf meinem Kanal online. Und zwar Benzingespräche, genau. Das ist, glaube ich, einmal im Monat hier. Das war auch auf dem Platz. Da standen wir aber noch draußen, dann mussten wir nicht hier parken. Aber heute ist es halt so, dass wir jetzt dann hier... Das ist nämlich, für die, die es nicht kennen, ist das nämlich ein Motorballplatz. Hier wird mit dem Motorrad hier, nicht Fußball, aber Motorball halt gespielt. Ne? So, Kaffee. Guten Morgen. Boah, Eiko, was ist das für ein edles Frühstück hier? Alter Falter, hier kann man nichts sagen, oder? Also, mit Ei. Mit Ei, Alter. Boah, geht's euch immer gut hier? Hallo, servus. Störe ich beim Telefonieren? Hallo. Hallo, Sandra, servus, guten Morgen. Ja, bis dahin. Hi, Alex. Na, alles klar? Alles bestens, blendend. Ja. Wir wollen euch auch noch kulinarisch mitnehmen. Also, ey, richtig geil. Tuna-Frühstück gibt's hier. Heiko, was hast du für ein Frühstück gehabt? Welches war denn das? V8. Ja, die Eva, wie Thorsten, Thorsten, der Heiko hat gleich eine richtige genommen, gleich eine V8 hier. Richtig geil. Thorsten, soll ich die Augen rühren? Ich habe noch nicht abgeschleckt. Oh, sorry. Ich bin noch große Tasse. Ich habe ein bisschen zu viel Milch bei dir reingemacht. Muss langsam rühren. Boah, geil. Richtig geiles Auto. Schön. Hi. Also wie gesagt, das ist ja eigentlich hier ein Renault-Treffen, wo mit Tuning ist. Und jetzt sehen wir hier auch ganz coole seltene Exponate, sind schon mal reingefahren, die zeige ich euch gleich. Aber ich zeige euch jetzt mal was anderes. Und zwar, da schlägt wieder mein Volvo-Herz. Ja, könnt ihr mal gucken. Schaut mal. Geil, oder? Ein Volvo. Ja, der V70 und dann hier als Hänger umgebaut. Oh, das ist aber eine kleine Tür hier, gell? Das ist aber geil. Da können wir drin schlafen. Richtig cool aus Karlsruhe. Noch nie gesehen, aber richtig schnicke. Alter, dieser Boden, gell? Da muss man aufpassen, dass man immer schön so läuft, ja? Weil der das mal so irgendwie so einen Stein und dann gegen das Auto kippt. Aber Leute, nur dass ihr Bescheid wisst, so sieht ein Tor aus im Motorball, ne? Würde jetzt den Fabio interessieren. Sehr, sehr geil, richtig cool. Auch hier schöner Polo am Start, aber ich habe schon gesehen, da ist schon mal auch. Sieht man auch immer weniger auf Treffen. Polo 2F, rechte Schnicke. Hi, servus. Es sieht aus, wie wenn er jetzt Hilfe bräuchte, weil allein wird's blöd, gell? Soll ich noch zwei Leute holen? Noch zwei Mann hier für Ihr Pavillon, bitte! Danke. Hallo, Entschuldigung, könnte ich Sie mal kurz was... Achso, sah gerade aus. Oh ja. Befahren! Jetzt laufen wir mal schnell durch, bevor der Planet hier so richtig brennt, weil wir sind ja in der pralle Sonne. Und der Thorsten und ich haben uns ein bisschen ungünstig angezogen für die warme Sonne. Black is beautiful. Also, jetzt mal ein paar Autos für euch. Gibt einen schlanken Fuß. We'll be right back.
Ey, total geil. Ich habe jetzt gerade den Sebastian hier getroffen, kennengelernt aus Kalmbach. Kalmbach? Ja, Schwarzwald. Schwarzwald. Ah, da bin ich letzte Woche durchgefahren, ja, nach Salzstetten hier aufs Treffen. Und der fährt diesen schicken Renault 5, gell, ist das? Renault 5 Turbo Air. Turbo Air? Original, oder? Alles original, erste Hand. Also den gab es so zu kaufen, den dieses Modell? Den gab es so zu kaufen, genau. Okay. Ja, alles, also neu lackiert, aber alles Originalzustand. Und ich bin ja jetzt neu in der Renault-Szene seit heute. Der Motor hinten drin, der ist original auch hinten verbaut dann, genau, oder? Genau, das ist ja das Interessante an dem Auto, dass er einen Mittelmotor hat. Eigentlich Motor vorne und man hat das Auto halt für die Rallye benutzt. Homologation hat man dann auch die Straßenversion gebaut und deswegen gab es von dem 1600 Stück und halt maximal aufgepumpt. Also sagst du auch Backenturbo ist der Spitzname, weil er halt so breit ist. Und der hat jetzt vermutlich auch Heckantrieb dann? Klar. Nur Heck, also? Absolut giftiges Auto, ja. Also okay. Definition vom Turboloch bis 3500 geht gar nichts und dann auf einmal schlägt er das Kreuz. Ja. Also und das ist alles dran, ist nichts verschraubt hier, gell? Das ist alles ein Das ist alles GFK, genau, ja. Dach ist aus Aluminium. Und was hat der Hubraum, dieser Motor? 1,4 Liter. Und in Leistung? Zylinder sind 160 PS. 160 PS. Ja. Bei wie viel Kilo? Sind ja unter 1000, oder? Ja, 970 Kilo. Ah, okay, knapp unter 1000. Ja. Aber beste an dem Auto, Tank, 93 Liter. Oh, echt? Ja. Oh, das ist alles Gewicht? Ja. Deswegen nie Volltank. Er sitzt unterm... Na ja, gut, er hat jetzt ja auch mehr Platz. Geil. Und du hast ja eigentlich hier alles zu. Langt es da mit der Luft dann hier, mit der Kühlung? Ja, oder? Also normal Lüftung immer anlassen, dass er ein bisschen atmen kann. Vielen Dank, Sebastian, für die Information. Ich wünsche dir viel Spaß und behalte das Auto wirklich, gell? Wird niemals verkauft, Wird niemals verkauft, immer schön pflegen, gell? Ja. Boah, ich bin ja gerade total am Schwitzen. Ich bin ja gerade schnell hier am Filmen und noch ein paar Bilder machen. Die Bilder gibt es übrigens meistens immer im Facebook, entweder auf der Derby 79-Seite oder auf der VW Fix Karlsruhe-Seite. Falls einer denkt, hey, wo macht denn die Bilder rein? Und die Videos, die seht ihr, die gibt es in YouTube. Das Treffen ist so mega klein, da sind jetzt vielleicht, weiß nicht, so 40, 50 Autos rum. Aber es ist so gemütlich. Die Leute, habt das gerade gesehen beim Sebastian, sind total nett, gesprächsbereit. Ich bin auch mal froh, mal andere Autos zu zeigen oder eine andere Marke. Wie das in Knielingen, das luftgekühlte Treffen, nur bei besserem Wetter. Und der Platz in Knielingen war da besser, also 1-1. Ne? Ey, ganz kurz, ich habe gerade den Veranstalter getroffen, kennengelernt sogar. Ja. Renault Club auch am Rhein, ja? Jawohl. Ist auch am Rhein, Rheinstetten auch am Rhein? Oder? Rheinstetten auch am Rhein, okay, jawohl. Also gar nicht so weit weg von mir, wo ich wohne. Die Veranstalter des Treffens, ich habe ihn gerade so sehr gelobt, wie gemütlich es ist, obwohl hier gar nicht so viel los ist. Also für euch ist viel los, gell? Für uns ist viel los. Für ganz viel los. Geil. Für mich als Verwender VWler ist ja gar nichts los. Aber ich finde das Treffen trotzdem geil. Ich finde es so gemütlich. Deswegen entsteht auch gerade dieses Video. Und ich hoffe, dass es das Treffen auch weiterhin gibt. Nächstes Jahr auf jeden Fall. Und im Wetter habt ihr heute ja den Petrus angebetet hier, gell? Ja. Nee, Germo, ein Kompliment ans ganze Team. Ihr macht wirklich was richtig Geiles. Lasst es uns weiter beibehalten, gell? Ja, servus. Sehr gut. Ciao. Christina, wenn du das Video siehst, ist eine absolute Ausnahme, dass ich jetzt zündigen müssen, der Ding. Geil ist, ich habe jetzt gerade Patrick getroffen. Der hat gerade gesagt, er trinkt seit 14 Jahren kein Alkohol mehr. Patrick, was trinkst du denn jetzt? Ein Radler. Er trinkt auch einen Radler. Mensch. Was ist ja auch seltener ist auf Treffen, gell, DB-Messung, hier gibt es eine. Der Jörg hat gerade gesagt, er macht mit. Macht mit, ey. Ja, mal gucken, was die Anlage. Hast du einen Gutschein dabei, gell? Nee, wir haben keiner. In der Einfahrtstüte war keiner drin. Echt? Bei Jungen? Irgendwas hat er nur die Regelwerk-Dings. Hat der Torsten irgendwas jetzt beim Tütecheck gesagt hier? Oder war es nur Werbung? Ja, dann drück mal ab hier. Dann können wir ja mal die Kamera mitnehmen, ja, weißt du? Ich habe den Germo noch mal am Start. Ja. Ihr habt auch Pokal auf dem Treffen. Ich schaue mir so oft. Wie habt ihr die kategoriert? Nach was geht ihr da? Wie viele sind es denn überhaupt? Wie viele sind es? Knapp 20. Ja. Mhm. Wir haben es ein bisschen umgestaltet, das ganze Thema. Auch für die Young- und Oldtimer-Szene. Vielleicht bauen wir es noch mal um. Ja. Also seid ihr flexibel? Wir ja? sind da flexibel. Oh, gut, also für Jahr sind wir flexibel. Wir machen nicht hier Kategorie das und Kategorie das. Wir gucken uns die Autos an und sagen, in welche Kategorie. Also wir fangen nicht an, erstmal Kategorie und dann Auto bewerten. Sondern Auto bewerten komplett und dann Kategorie. Ah, okay. Also ja. Da sind wir mal gespannt, wer dabei ist. Ja. Genau. Genau. Hey Jörg, jetzt mach doch mal hin. Hey. Kriech hier rum. Gib doch mal Gummi. Mach mal so richtig hier. Ich höre gar nichts. Hast du wirklich eine Anlage drin? Ja, einfach mal just for fun. Der ist neu in der Szene, hat das Auto gestern gekauft. Der weiß nicht mal, ob er eine Anlage drin hat. Hat gar keinen Plan. Ich weiß, was für Komponenten verbaut sind und er hat was abgestimmt. Aber nur ein Subwoofer. Nur der Subwoofer hier. Sich. Ach, geschlossene Kiste? Genau, ja. 40. Hat dein Radio Bluetooth? Nee, hat's nicht. Na, hat was Oldschool. Ja, ich hab keinen. Hey Markus, servus! Wie war's in Dresden? Geil! Was gut. Ja. Wir machen ja gerade Live-Messung hier. Der Jörg hat gar keinen Plan. Wäre es jetzt gut, wenn wir jetzt das Zelt festheben, weil ich weiß, dass bei dir hier... Alles gut. Voll und jetzt fest. Yep. Ja.
Der Tag endet dann so langsam, der Torsten muss zum Kaffee. Ja. Schwiegermutter wartet. Aber jetzt fängt gleich die Pokalverleihung an. Richtig oldschool mit Autovorfahren. Meine Bewertung war nicht gut, ich werde wohl nicht dabei sein. Aber ich denke mal, der eine oder andere von uns wird jetzt dabei sein. Geht gleich los. Da hinten ist es. Geil, Volvo 850 T5 Turbolader. Herzlichen Dank, Andi, dass du damit da bist. Auch die Farbe gibt es hier nur. Mega Auto als Ex-Volvo-Fahrer, mega. So, Dankeschön. Du weißt ja, Plakette kommt. Ja! So, jetzt kommt das. Ja. Ich würde Hans Rindt, glaube ich, anziehen. Voll. Alte Schule, so wie es draufsteht, richtig schöne alte Schule. Ja, servus zusammen, ich bin der Derbybesitzer. Ich bin das erste Mal hier. Es war jetzt für mich als VWler ein kleines Treffen, aber ich bin sehr begeistert davon. Deswegen habe ich auch ein cooles Video gemacht. Und jetzt will ich einfach mal das alle mal für dieses geile Treffen mal klatschen, dass es nächstes Jahr auch wieder geht. Ein richtiger Applaus. Danke schön! Ja. Hat doch gereicht ein bisschen. Hat sich doch gelohnt. Was denn? Ich möchte dir gratulieren zum Pokal, zum Verdienen. Also alles gut, danke. So, jetzt gehen wir heim. Ja, Igor, jetzt hast du auch noch einen Pokal. Das war ja eigentlich für die VW-Fix, hat er gesagt, oder? Den habe ich für alle bekommen. Das sind die Teamplayer, ne? Darf auch gern jemand nehmen und sich daheim hinstellen. Aber auch für die IG Kultur, herzlichen Glückwunsch zum Pokal. Habt ihr euch verdient, gell? Danke. Wir sind jetzt durch, wir fahren jetzt nach Hause. Thorsten, langt noch für den Kuchen? Bist du noch in der Zeit? Sehr gut, ich fahre jetzt heim. Die Sonne ist jetzt auch leicht hier, ich zeige es euch, leicht bedeckt. Heute mega Tag gehabt, wir haben die Klatsche sogar jetzt noch dazu. Wir haben mega Tag gehabt, war ein cooles Treffen. Ich glaube, das ist sehr, hat viel, viel mehr Potenzial, dieses Treffen. Könnt ihr euch mal in den Kalender schreiben für nächstes Jahr. Ansonsten wünsche ich euch alle noch eine schöne Woche. Alle durch, wer bis jetzt dabei war, also genau bis jetzt zum Schluss, ja. Also der, wo jetzt mich jetzt noch sieht und der, wo den Thorsten jetzt auch noch sieht, ja, der kommentiert. Jetzt dieses Video mit Renault. Gerade auf der Automobil. Also Renault reinschreiben in die Kommentare, dann wart ihr bis zum Schluss dabei. Macht's gut, bis dann. Ciao. 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 Was denn? Ich mache jetzt die Bemessung, mach mal den Druck mal drüber. Da. Ja, du warst auf dem Klo, gell? Schon genau, ja, okay, okay, alles klar. Hi, hi. Bitte, liked, abonniert für diesen geilen Typen. Bitte macht es einfach. Ihr habt's gehört, so ist's. Ja. Hey, ciao, mach's gut, ciao. Gell? Ich check das aus. Okay, mach das. Ich check das Video aus. Ja. Ciao! Komm nächstes Jahr nochmal. Ja, wieder. Mach ich! Ciao! Ich. Ciao. Yeah. Geiler Typ! <Yeah. lacht>